Jüdre von uns für den dem Moment erlebt, wo wir im Fernsehen sind und sich gesagt hat, das wird gerade gesehen, das ist etwas Wichtiges, das ist etwas Historisches. Das ist ein Leben Weltgeschichte mit. Das war vielleicht, wo die Mondlandung war oder der Fall von der Berliner Mauer. Für mich war das im November 2008, wo dann Barack Obama Präsident von den USA ging. Das war unvorstellbar, dass ein Schwarzer kein Präsident ging. Auch noch heute ist es schwer vorstellbar, dass in einer großen Demokratie für Amerika, dass da noch immer Rassentrennung, Segregation Themen sind, dass Black Lives Matter Aktualität noch immer ist. Und übrigens wäre das historisch so wichtig. Und dass das möglich wäre, dass das nicht mehr, weil über die Jahrzehnte nicht Bürgerrechtler gab, die sich auch gesagt haben, für das Segregation soll abhalten, für das sollen selbe Gesetze gelten für Weiße und für Schwarze in Amerika. Den Ursprung an der ganzen Bürgerrechtsbewegung, das wären eigentlich nicht die großen Männer, die wir alle kennen, wie Martin Luther King, die da in der Rüstung. Aber das war ein kleiner Akt von zivilen Ungehorsam. Da war über den Frau, Rosa Parks, die einfach refusiert hat, am Bus, wo sie sucht, abzustehen und ihren Platz frei zu machen für ihre Weißen. Daraus ist auf ihr gegangen, dass Rosa Parks festgeholt wurde, dass sie an die Prison gekommen ist, dass sie müssen eine Geldstrafe bezahlen von 14 Euro, 14 Dollar, pardon. Und dass daraus ein Movement entstanden ist, wo eigentlich der den Ursprung war von der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung mit Personagen wie Martin Luther King, die dazu gefordert haben, dass er nur den Civil Rights Act unterschrieben hat, 1964, dass wir auf den Punkt gekommen sind, dass wir einfach ein bisschen mehr eine faire Gesellschaft in Amerika auf manst ausstreben. Und dass der in Amerika demnächst so war und heute noch ein Thema ist, dass das nicht nur so ist, wie es überall so auf der Welt ist. Und dass es wichtig ist, dass sie mit kleinen Messagen, kleinen Akten einfach weiß, dass sie nicht zufrieden ist und dass sie dadurch etwas verändern kann. Und durch eine ganz einfache Frau, dadurch, dass sie nie gesagt hat, dass sie sich gewährt hat, eigentlich Geschichte von Amerika, die Geschichte von der Welt mitgeschrieben und dazu beigetragen, dass sie denkt, besser Welt.